kann es sein, dass wenn ich was zu essen im Mund habe und plötzlich niesen muss, dass alles in der Nase landet? Diese und andere Fragen werden wir in diesem Video zum Schlucken klären. Mein Name ist Claudia Bignon und ich bin Ärztin für Notfallmedizin. Und wenn ihr nie mehr ein Video von mir verpassen wollt, dann müsst ihr eben noch auf den Abonnieren-Button klicken. So, wir beginnen hier beim linken Bild. Das ist anatomisch ähnlich wie einem Präparat, eine Nachbildung aus Kunststoff. Und als großer Muskel sticht hier quasi die Zunge schon ins Auge. Hier haben wir die Lippen, die Zähne. Das Essen geht dann hier, wird von der Zunge nach hinten gedrückt und soll jetzt seinen Weg in den Ösophagus finden, in die Speiseröhre. Und der Ösophagus befindet sich jetzt hier. Vorne dran ist die Trachea, die Luftröhre. Und hinten sehen wir die Wirbelsäule und das Bläuliche sind hier die Bandscheiben. So, das Problem ist, wenn die Speise hier in den Rachen kommt, in den Pharynx, dann muss sie, wie gesagt, in den Ösophagus. Aber da gibt es ja noch das andere Loch und das ist hier die Trachea, die Luftröhre. Und es gibt auch noch eine Öffnung hier nach oben in die Nase. Gucken wir uns das mal hier an. Alles, was bunt ist, ist der Pharynx, der Rachen. Und hier ist eingeteilt in diesen Nasenanteil des Rachens, der Nasopharynx, Oro von Oral, also der noch im Mund gelegene Pharynx und der Laryngopharynx. Und da kreuzen sich der Speiseweg und der Luftweg. Das haben wir hier in Lila zu sehen. Und wie macht unser Körper das jetzt, dass das Essen in die richtige Richtung boxiert wird? Und dafür haben wir zwei Mechanismen. Wir haben einmal die Epiglottis, der Kehldeckel, der hier abdichtet zur Luftröhre. Und wir haben den weichen Gaumen, der nach oben geht und abdichtet zur Nase. Und da beantworten wir jetzt auch schon die Frage, wenn ich niesen muss, dann drückt es mir das Essen hier hinten durch den Pharynx in die Nase, weil dieser weiche Gaumen nicht die Chance hat, das richtig abzudichten, wie das im Normalfall ist. Gucken wir nochmal hier. Da haben wir die Maxilla, den Oberkiefer. Da, wo der Oberkiefer zu Ende ist, schließt sich hier der weiche Gaumen an und der muss nach oben klappen, wenn ich schlucke. Sonst geht das Essen in die Nase. Und hier nochmal die Epiglottis. Man sieht, das leicht bläuliche deutet auf Knorpelgewebe hin und die geht jetzt zu und dann kann das Essen den Speiseweg in den Ösophagus nehmen. Hier vorne sieht man noch die Mandibula, den Unterkieferknochen. Hier, das hier ist Fettgewebe. Wer einen Putenhals hat, der hat hier ein bisschen mehr Fettgewebe. Ja. Und so sieht hier die Anatomie aus im Nasenrachenbereich. Kleine Eselsbrücke noch zum Schluss. Wie kann ich mir den Unterschied zwischen Larynx, der Kehlkopf, und Pharynx, der Rachen, merken? Larynx ist da, wo die Luft durchgeht und Pharynx ist dann der andere Anteil. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So, ihr Lieben, und wenn euch meine kurze Zusammenfassung gefallen hat, dann freue ich mich über Daumen hoch und hier gibt's auch gleich noch den Abonnieren-Button. Im Moment ist ja Vorbereitung auf diverse Prüfungen angesagt. Und bitte schreibt mir doch in die Kommentare, welche Informationen ihr noch gebrauchen könnt. Und dann denke ich mir ein paar neue Videos aus, um euch weiterzuhelfen. Bis dann, ciao, ciao, eure Claudia Bignon.